Ja, gute Nacht, ihr lieben Selfmade-Millionäre und die, die es noch werden wollen. Moin, ihr Selfmade-Millionäre und die, die es noch werden wollen. Moin, ihr Philippinen-Auswanderer und die, die es noch werden wollen. Moin, ihr Hartz-IV-Empfänger und Selfmade-Millionäre, die es nie geplant haben. Moin, ihr Weltverbesserer und die, die es noch werden wollen. Guten Morgen, ihr Workaholic-Burnout-Opfer und die, die es noch werden. Achtung, fertig. Los. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr Nachteulen. Herzlich willkommen auf meinem Business-Auswanderer-Bastelstunden-Channel. Hier wirst du geholfen, wenn du finanziell frei und unabhängig sein willst. Ich wollte nur ein paar kleine News erzählen, was so abging. Wochenende war ja echt scheiße für mich. Ich konnte überhaupt nichts schweißen. Ich muss unbedingt einen Tisch für meinen scheiß Laden schweißen. Wir haben den vor genau einem Monat angemietet. Am Wochenende hatten wir Besuch von der Besitzerin, die war jetzt jahrelang nicht da, kann man sagen. Und jetzt hat die das erste Apartment renoviert. Da waren die dann immer zugange. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt stundenlang kontinuierlich da irgendwas sägen und Lärm machen und so. Außerdem waren wir auch viel beschäftigt mit ihr. Wir mussten ihr hier einige Dinge zeigen, die kaputt sind. Alles Mögliche. Irgendwelche Lampen, Wasserleitung, Gartentor, Wand streichen, dies, das, Ananas. So, heute Morgen war voll der Regen in der Stadt, hatte meine Frau berichtet. Die hatte mit zwei Freunden telefoniert. Da im Zentrum war wohl voll der Regen. Da wollte ich dann eigentlich nicht in die Schweißerei fahren. Ich bin dann aber in die Stadt gefahren, habe die Fliesen gekauft für den Tisch. Meine Tische, die ich für den Laden baue, die baue ich also aus Stahlprofilen und dann die Tischplatte, da sind dann halt Fliesen drauf. Ist halt auch nicht für Heavy Duty quasi gedacht, in dem Sinne, dass man da jetzt mega drauf rumkloppen kann. Dann würden die Fliesen auch brechen. Meinen ersten Tisch, den ich so gebaut hatte, da hatte ich zwar ein 1,6 mm Blech drin, glaube ich, 1,6 mm war das. Mit Zement richtig rein und dann die Fliesen, da konnte man schon wirklich drauf rumkloppen. Den Tisch jetzt, den werde ich ein bisschen anders bauen. Ein Fliese ist ein recht unstabiles Ding, wenn da kein fester Untergrund ist. Da werde ich jetzt nur quasi ganz viele Querstrehen unten reinsetzen oder schweißen und das dann mit Silikon einfach festkleben. Das reicht dann, um da Küchengeräte raufzustellen und hier und da. Aber wenn man jetzt mal irgendwie mit dem Hackebeil irgendwie da rumhacken will, dann sollte man das nicht unbedingt auf dem Tisch vielleicht machen. Für meine Gerätschaften und Pfannkuchen machen und irgendwas, Hamburger Braten, ist das in Ordnung. Dann bin ich aber doch noch in die, habe ich die Fliesen geholt und dann bin ich aber doch noch zur Schweißerei gefahren, die meinen Verkaufswagen, Seitenwagen, Dingsbums bauen. Da haben die jetzt ein bisschen fertig geschliffen, ist ja alle fertig geschweißt, ne? Jetzt müssen die nur noch mal ordentlich da abschleifen, so ein bisschen was, und dann halt spachteln und lackieren. Ich komme da an gegen 13 Uhr, 12, 13 Uhr. Da ist da eine so eine Ecke von diesem Crashguard, dieses Fahrgestell, was um das Motorrad jetzt rumgebaut wird und überall runde Ecken hat, da ein bisschen geschmölt. Ich sag, Junge, wann hast du heute angefangen zu arbeiten? War ich um 12? Guckt er mich erstmal an, so, heute Morgen irgendwann. Ich sag, du, aber weil das bisschen, das mache ich doch in 5 bis 7 Minuten irgendwie. Was hast du denn jetzt den ganzen Tag gemacht? Ich sag, ja gut, okay, muss ja selber wissen. Auch nochmal mit dem Chef irgendwie geschnackt, so, irgendwie auch alles so, ja, hab gar nicht gemeckert oder so, sondern gesagt so, ja, alles cool und so, die sind ja schon ein bisschen dabei, hoffentlich vergessen die das nicht, da weiterzumachen. Und dann ist er auch gleich mit uns, hat gesagt, hier Jungs, jetzt mal schmirgeln und so. Ich hatte meinen Wickelschleifer jetzt nicht mitgenommen, weil eigentlich war dann doch nicht wirklich geplant, da hinzufahren. Weil ich ja dachte, es regnet dolle und dann im Regen habe ich keinen Bock mit dem Motorrad zu fahren. Morgen fahre ich auf jeden Fall hin mit meinem Wickelschleifer und werde da mal ein bisschen was machen. Ich habe dann ja letztens noch einen Ball genommen, einen Gummiball von meiner Tochter, beziehungsweise zwei, einen großen und kleinen, und habe da nochmal nasses Papier drauf gewickelt, raufgelegt und drauf gepatscht und habe das dann trocknen lassen, habe dann nochmal Klebeband drum gemacht und dann habe ich das abgenommen und habe da Schlitze reingemacht, dann sieht das so aus. Okay,
Dann habe ich hier Folie laminiert, die stabile, und habe das nochmal in Folie ausgeschnitten. Und jetzt habe ich nochmal mit Klebeband habe ich das so ein bisschen zusammengeklebt. Das ist jetzt so natürlich noch nicht ganz 90 Grad, da fehlt noch so ein kleines bisschen, aber ist ja auch kein Blech, also das Blech, dann wollen wir mal gucken. Werde ich ja morgen gleich auch mal den Jungs sagen, gib mal ein Stück Blech her, dann lege ich da die Schablone drauf, mal das da einmal ab und dann schneiden wir das mit der Schere wahrscheinlich aus, da brauchen wir nicht mit dem Winkelschleifer dran sägen. Und dann gucken wir mal, dann wird das halt, ja, so zusammengebogen und dann da an dem Punkt erstmal direkt einen kleinen Punkt geschweißt und dann so weiter und so weiter und so weiter und irgendwann ist das dann rund. Da wollen wir mal gucken, ob das vielleicht für die Zukunft eine bessere Methode ist. Vielen Dank auch nochmal von dem Kollegen mit dem Kommentar über Tiefziehen, der Rainer Wichser. Ja, Tiefziehen ist auch mein Gebiet, ne? Ich habe ja Stanz- und Umformtechnik gelernt und ja, da habe ich natürlich schon tausendmal dran gedacht. Ich habe jetzt auch schon immer meinen Onkel gesagt, der soll mir mal so einen dicken Kokosnuss. Ich habe so ein paar, die haben ja immer so Schneidbretter, die sind wirklich so dick. Das ist so ein Kokosnussbaum, ja, der hat ja so einen Durchmesser, okay, der hat echt so einen Durchmesser. Und dann so dick abgeschnitten mit der Kettensäge. Und da wollte ich mal gucken, ob ich da mal was irgendwie rankriege. Ich habe ja so eine Trennscheibe für einen Winkelschleifer, da kann man richtig so mit, die hat so ganz viele Zähne und ist auch so rund gewölbt. Also ist nicht nur rund, ist ja klar, wie eine Scheibe, sondern wenn die jetzt hier, wenn die jetzt so rund ist, also wir gucken jetzt auf die Stirnfläche, dann ist ja noch so gewölbt so ein bisschen. Dann kannst du richtig so, ja, irgendwas so reinfräsen. Und da habe ich dann schon mal gedacht, Mensch, da müsste ich mir eigentlich mal echt so eine schöne Kuhle da so reinfräsen, quasi, mit dem Winkelschleifer. So halt die Rundung dann, so eine Halbkugel. Und dann nimmt man noch einen anderen Block und macht da genau dasselbe draus, nur halt ja, weiblich und männlich halt den Teil. Und dann Wagenheber einfach ein kurzes Gestell schweißen irgendwie und dann ja, legst das Blech rein, machst mit dem Wagenheber einmal zack und dann kann man das tief ziehen und dann sollte das eigentlich auch so eine Form haben. Ne? Ja, da habe ich schon natürlich auch dran gedacht, aber ich habe ja immer tausend Sachen. So, kurzes tausend Sachen, genau, kurzes Thema noch zum, noch ein Kommentar von dem vermeintlichen Reichsbürger, schrecklich Corona-Leugner, rechtsextrem Dingsbums, weil er heißt ja mit Vornamen Adolf, der liebe Adolf Weber. Ist ein ganz netter Zuschauer, der auch auf den Philippinen wohnt. Dieser junge Mann ist schon im Rentenalter und ist seit 20 Jahren auf den Philippinen. Jetzt habe ich in einem Video erzählt von den Bambuslampen, dass wir damit jetzt ja auch ein bisschen Pause gemacht hatten wegen der Regenzeit und Schimmel und so. Und dann hat er halt, und das juckt mich ein bisschen, wollte ich dir jetzt sagen, aber es juckt mich auch wirklich nur so ungefähr, ja, so zwei Minuten meiner Zeit hat mich das jetzt tatsächlich ein bisschen gejuckt, okay? Und jetzt erzähle ich dir da eine Sache zu und dann ist das Thema auch für mich abgehakt. Weil er hat geschrieben, bla bla bla, ich habe 20 Jahre Erfahrung mit Bambushäuser bauen hier und so und dann kam irgendwie das Wort Ausrede vor, okay? Und da wollte ich dir nur sagen, lieber Adolf, du hast ja nun mal auch meine verschimmelte Bambuslampe gesehen, oder? Also wie kann ich mir denn da sowas ausdenken oder eine Ausrede benutzen? Wir haben hier ich bin hier in einem Klima, wo halt wir eine ziemlich feuchte Luft haben in dieser Regenzeit und mir ist das Bambus hier alles weggeschimmelt. Selbst hier im Haus hatte ich an verschiedenen Stellen einfach so mal irgendwie Schimmel. Selbst meine Ledergürtel hier oder irgendwelche Taschen oder so fingen an zu korrigieren, die Reißverschlüsse, weißt du, diese Dings und so. Das ist ja einfach so. Ich bin, ja, als wir vor einem Jahr hergezogen sind, habe ich auch zu meiner Frau gesagt, okay, pass auf, vorher habe ich ein bisschen weiter südlicher in Luzon gewohnt. Luzon ist die Insel, die halt auf den Philippinen ist, im nördlichen Teil, nördlich von Manila. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, das Bambus-Ding, das schieben wir erstmal einfach nach hinten. Das war ja auch zu dem Thema, zu der Zeit nicht mehr unser Thema jetzt erstmal. Da habe ich schon vorher gesagt, pass auf, wir vergessen jetzt erstmal das ganze Bambus-Ding. Wir kümmern uns jetzt nur um Fastfood erstmal. Wir machen das Fastfood-Ding jetzt auf. Und ja, die Bambus-Geschichte jetzt mit den Lampen ist ja halt nur durch so einen Zufall entstanden, weil ich meine Nachbarn hier vorne gesehen habe und gedacht habe, Mensch, pass auf, vielleicht kann man da doch nochmal ein bisschen was machen.
So, und gut, die Regenzeit ist jetzt auch schon, es ist ja schon seit 2-3 Wochen wieder besser. Ja, aber wir haben jetzt auch gerade andere Sachen einfach vor. Weißt du, wir haben jetzt ja vom Monat den Laden angemietet. Ich habe mir auch noch mal einen Finger abgeschnitten und Überflutung war ja auch noch und so weiter und so fort. Brauche ich nicht immer alles wieder erzählen, aber ich wundere mich da mal schon manchmal, dass dann das Wort Ausrede da in diesem Kommentar davor kam. Das ist so ein bisschen. Dieser Kollege guckt fast jedes meiner Videos, also fast, er kommentiert sehr oft. Und also Adolf, ich meine das auch jetzt nicht böse oder so, und ich glaube, du bist auch ein ganz dufter. Aber ja, wie soll ich das sagen? Wie meinst du das denn mit Ausrede? So, das war einfach so gegeben. Hier ist es recht feucht und deswegen macht es halt eine gewisse Zeit hier einfach keinen Sinn, das zu machen. Das frische Bambus zu spalten, das braucht richtig viel Sonne und die hatten wir hier nicht. Ganz einfach. Wir haben ja immer dann Regen gehabt, tags oder abends und nachts sowieso und morgens auch. Und dann ist das halt nicht so geil für das Bambus. Dann hat das halt mehr Regen als Sonne. Auch wenn man es denn drinnen irgendwo lagert unter dem Ventilator oder sonst wo, das hilft dann auch nicht. Das ist einfach zu feucht hier. Das wollte ich noch kurz dazu erzählen, mein Jung. Langfristig gesehen ist diese Gegend hier ja nicht die, wo ich mich niederlassen werde. Also aufgrund dessen, dass Bambus hier einfach nicht so dolle vorhanden ist und nicht so viele Firmen angesiedelt sind im Süden. Da kennen mich ganz viele Firmen im Süden von Luzons, oder also von mir im Süden, da kennen mich sehr viele Firmen. Viele oder einige von denen produzieren Produkte, die ich für die designt habe. Okay, die verkaufen die teilweise, manche von diesen Firmen verkaufen die inzwischen auf den ganzen Philippinen, also durch einen Händler. Werden diese Sachen, die von mir designt sind, auf den ganzen Philippinen verkauft. Ne? Und deswegen macht es auch Sinn, langfristig da irgendwo hinzugehen und da mal so ein paar Hektar Land am besten zu kaufen. So, okay, genug gesabbelt. Das wollte ich nur so kurz alles erzählen. Achso, Fliesen habe ich gekauft, habe ich erzählt, glaube ich. Verkaufswagen dauert noch eine Weile. Tisch ist immer noch im Arbeit, also hätte ich ja echt nie gedacht, dass ich den heute noch nicht fertig habe. Also da war ich mir schon ganz sicher, dass ich den bis spätestens Samstag fertig habe. Jetzt haben wir schon Montagabend, ne? Wahnsinn. Also das Wochenende war jetzt echt blöd, dass die Besitzerin hier war und heute Abend dann noch voll der Besuch wieder. Ich habe zu meiner Frau gesagt, morgen fahre ich zur Schlosserei, schmuggle ein bisschen was und wenn ich wiederkomme, dann mache ich meinen Tisch und egal, ob der Besuch kommt oder nicht, ich werde einfach, dann mach die Tür zu, mach die Klimaanlage an. Ich werde einfach weiter sägen und schweißen und lass mich davon nicht abbringen, diesen scheiß Tisch jetzt, so lange es geht, bis es dann zu spät abends ist und ich da keinen Lärm mehr machen darf, weiter zu bauen. Okay, das war nur das kleine Update für heute, auch schon wieder viel zu lang, aber ich dachte mir, manche von euch interessieren sich auch und fragen sich, Mensch, wie läuft's bei dir, Robin, alles gut bei dir und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich das nur kurz erzählen. In diesem Sinne, reingehauen, macht's gut, viel Erfolg bei euren Projekten. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt ein gechilltes Leben. Reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschaut.